Hi Leute, willkommen zurück in diesem neuen Video. Heute werde ich mal ein bisschen mich äußern zu diesem Thema. Jeder YouTuber, Yatozun und noch ganz andere haben zum Beispiel ein Video gemacht, Dien, Nijian, wie auch immer das ausgesprochen wird, der Abschaum der deutschen Anime-Szene. Ich habe es mir angeschaut. Ich war am Anfang skeptisch. Aber am Ende kann ich sagen, ich habe ihm ein Abo dagelassen. Wisst ihr warum? Er macht nice Videos. Ich finde, er macht auch kein Clickbait oder sowas halt. Was ist die Thematik in diesem Video? Wie es aussieht, hat Dian einen halt illegalen, ja, es ist illegal, Livestreams über, also Animes zu streamen. Jetzt zum Beispiel, er zum Beispiel jetzt Prison School gestreamt, das ist natürlich verboten. Und Prison School ist auch sehr erotik, würde ich mal so sagen. Und da waren halt viele jüngere Zuschauer drin. Und das verstößt, das sind auf jeden Fall schon mal zwei Sachen, die verstoßen. Anime-Stream auf YouTube. Das darf man halt nicht wegen den Urheberrechten und so. Und halt jüngere Zuschauer da halt mitzumachen. Und da hat irgendwas noch mit eine Freundin mit denen irgendwie so. Irgendwie sollte die dann Sachen machen, wie stöhnen oder sowas. Das habe ich nicht so verstanden, Video, aber die ist auch später gegangen, wie es aussieht. Was kann ich dazu sagen? Er hat auch erwähnt, dass er zum Beispiel nicht mehr so viele Aufrufe macht wie früher oder Abonnenten. Muss ich sagen, er macht momentan, glaube ich, sogar Minus-Abonnenten und Aufrufe, ja, sind auf jeden Fall auch gesunken. Ja, Dion, das musst du dir selbst zuschreiben, wenn du auf so einem Weg erfolgreicher werden willst. An Mistream, das würde ich nicht machen. Er hat auch Unmengen von Spenden bekommen, 200 Spende und was auch immer. Ich finde es nicht so toll, Ian. Auf jeden Fall habe ich dir trotzdem, gebe ich dir vielleicht eine zweite Chance. Schreibt mal in den Kommentaren, dass ich das für ihn mal eine zweite Chance geben. Aber das ist schon eine Sache für sich, ne? Also ja, wenn man da so eine Fanbase von 11 bis 14 hat, dann oder sechste, was auch immer, muss man da auf jeden Fall auch mit richtig umgehen und nicht irgendwie. Er könnte ja Anime streamen, die vielleicht nicht erotisch sind oder zum Beispiel, wo er zu eine Lizenz hat, muss man ja heutzutage, glaube ich, haben. Auf jeden Fall, das ist mein Statement dazu, mehr sa sage ich dazu nicht. Und okay, dann tschö, Leute.